Hallo, guten Tag. Normalerweise höre ich ja meistenteils über ein iPad Musik. Aber jetzt machen wir nochmal so eine Zeitreise in der 70er Jahre. Hier habe ich eine Tonbandmaschine Teak A6300. Die habe ich sogar geschenkt gekriegt. Und auch noch sehr viele Wechselbänder oder andere Bänder geschenkt gekriegt, aber ich habe die wieder viel zu schnell bei eBay verscheuert. Aber ich habe auch noch viele gekriegt, aber die Tonbandmaschine habe ich natürlich behalten. Ja, hat auch eine andere neue Andruckrolle noch gekriegt. Einen neuen Keilriemen hat sie auch noch gekriegt. Ja, und funktioniert noch. Anstatt mal iPod mal weglegen, einfach mal wieder Tonband hören. Man sieht das jetzt nicht, ich habe jetzt hier meine Aktivlautsprecher stehen. Und man sieht es. Läuft noch wunderschön. Man kann mal wieder schön zusehen, wie sich das alles so schön dreht. So, jetzt spiele ich die andere Seite ab. Die macht sogar Auto-Reverse. Genau das Richtige für Analogliebhaber. Ja, und Tonbandgeräte haben mich schon seit meinem Leben lang interessiert. So. Vorspulen. Kann ich auch. Und zurückspulen. So, ich kann auch noch hier. Jetzt habe ich ja 9,5 cm pro Sekunde, aber ich kann auch noch hier. Jetzt habe ich 19 cm. Jetzt habe ich ja eigentlich Mickey Mouse Musik. Aber jetzt haben wir wieder normale Geschwindigkeit. Aber was ich auch noch machen kann, ich könnte die Spule. Gut, noch ein bisschen Mut hören. So, 70er Jahre. Das ist echt der Technik. Heute hören wir ja doch hier. Das ist 70er Jahre. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.